Hallo, ihr erwischt mich hier noch beim Essen. Das habe ich einfach mal gemacht in der kurzen Pause. Und wir wollten irgendwelche Bücher sammeln. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja schon 5 Sekunden her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Was muss ich denn hier machen? Ach, muss ich die verbrennen? Okay, 3 Bücher verbrennen. Okay, ein Buch brauche ich noch. Die droppen bei den Gegnern. Dämonen getötet. Da, der hat doch bestimmt noch ein Buch hier. Der nicht. Der schon. Okay, dann ziehen wir den mal hierher. Völlig unauffällig. Frage ist, hat jeder eins oder droppen die wieder nur sporadisch? Wäre gut, wenn jeder eins hat, weil dann wären wir jetzt direkt damit durch. Oh nein! Laserkugel, hilf mir! Ich finde die Großen doof. Die hauen immer so feste. Mein kleinen Schädel. Ah. Ja, jawohl, da ist ein Buch bei. Coole Sache. Verbrennen. Zack. Wahrscheinlich müssen wir den jetzt auch mitnehmen. Ne, passiert nichts weiter. Okay. Weiß jetzt nicht, warum wir den nicht mitnehmen sollen. Aber wenn er will, kann er ruhig da weiter abhängen. Wir reiten dann nach da oben. Müssen wir da überhaupt hin? Ich weiß gar nicht. Aber sieht danach aus. Naja, wir werden sehen, wer da so ist. Was wir da so machen müssen. Gespannt, ich bin gespannt, wem wir es da in dieser Höhle zu tun kriegen. Komm mal her, Kollege. Ich will ja auch mal auf die Oma hauen. So, hier noch die 3 Gegner und dann können wir auch schon in die Höhle reingehen. Da liegt oder sitzt oder wie auch immer einer. Ich weiß nicht genau. Ich kann es von hier aus nicht erkennen, was es ist. Wisst ihr, was es ist? Ein Draenei? Ein Blutelf? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erfahren. So. Ein Draenei. Niami. Okay, wir müssen da durchgehen. Na gut. Ab durch Stargate. Oder so. Ich weiß nicht, was für ein Effekt das ist. Oh, cool. Ach doch, hier war ich schon mal. Ich wollte gerade sagen, hier war ich noch nicht, aber hier war ich schon mal. Hallo. Hier habe ich meine Laserkugel nicht, weil wir hier woanders sind. Hey, hör auf, Guldan. Hör auf. Oh. Das ist schlecht. Aber wir haben unsere Armee und da sind auch noch Draenei zur Hilfe gekommen. Den kriegen wir schon irgendwie klein, hoffe ich. Longvertot. Komischer Name. Kennen. Manoroth. Kenne ich. Der sieht so aus wie der. Also so ähnlich. Vielleicht sind die ja verwandt. Man weiß es nicht. Na, wir haben wenigstens ein paar Leute, die uns helfen hier im Start. Das ist ja schon mal was.
Ach, den kriegen wir doch easy umgehauen. Hier ist doch alles kein Problem. Komm, hau halt ab. Was? Lichtdämon, tschüss. Und Gul'dan ist abgehauen, die Sau. Dann gehen wir mal hinterher. Oder auch nicht hinterher, wir sind in Auchindun. Na gut. Soll mich nicht stören, geben wir halt die Quests ab. Da oben ist auch noch eine. Und da ist auch der Instanzeingang zu Auchindun. So, Belohnung wählen, ja, vielen Dank. Und da haben wir unsere Anhängerin. Oh, sogar hier lila geworden. Lila, schön episch. Wunderbar. So. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz zu Garni zurück. Gucken wir, was die Anhänger da machen. Und dann begeben wir uns gleich dahin. Können wir dann hinfliegen zu dem Flugpunkt. Das ist ja relativ egal, von wo aus wir da hingehen, denke ich mal. So, Hauptgebäude, guten Tag. Ich würde gerne diese Quests hier abschließen. Was machen wir denn mal? Für Erfahrung. So. Zack. Und da sind sie alle unterwegs. Können wir hier nochmal kurz abholen. Wunderbar. Und du, mein Freund, bringst uns jetzt... Naja, Schattrad wollen wir nicht. Mal gucken, was sind da so am nächsten dran. Flucht des Exarchen. Aber da haben wir bestimmt... Doch. Zuflucht des Exarchen. Ab geht's. Fliegen wir rüber. Können uns hier die Gegend angucken in der Zeit. Wie findet ihr den Dreh nur so vom Style her? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Oder wie oder was? Ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool. Na, Grand besonders ist ganz schön. Ja. Ich weiß aber nicht, wie ihr das seht. So, hier ist dann Schattrad. Ne, ist das Schattrad? Ja, das Schattrad hier. Dann kommen wir auch gleich zu Auchindun. Nach Schattrad werden wir irgendwann auch nochmal kommen. Denke ich mal. Innerhalb der Questreihe. Obwohl, das geht, glaube ich, bis 96, das Gebiet, ne? Vielleicht sind wir auch vorher schon 96 und können dann hier in die Spitzen von Arak. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das werden wir aber sehen. Viel fehlt ja nicht, obwohl wir sind bei 62%. Etwas weniger als die Hälfte noch. Dann sind wir auch schon am Start. So. Gelandet und weiter geht's. Falsche Richtung. So. Gucken wir mal, die da oben für quer, oder da müsst, ja, kann auch sein, das hat schon, der Anfang für Schatt, obwohl da oben, ich habe keine Ahnung, was erzähle ich hier eigentlich, ich weiß es nicht, wann man nach Schattgrad kommt, ich habe es vergessen. Ach, hier ist diese Mine, okay, ja, ich erinnere mich. Hallo. Jo. 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 Motten töten. Wird erledigt. Ist gar kein Problem.
Wir sind ja Mottentöter. Habe ich eigentlich für einen Titel? Held der eisigen Wand. Ja, das passt, das passt. Das kann man ruhig mal drin lassen. Als Titel. Müssen die mir was droppen? Ach, beruhigt. Ups, ich muss sie ja nicht töten. Aber wie beruhige ich die denn? Wie beruhigt man die denn? Ich würde dich gern beruhigen, aber ich weiß nicht wie. Moment. Wie beruhige ich die denn, diese komischen Motten? Habe ich irgendwie besänftigt Motten? Okay. Weniger als 35% Gesundheit. Okay, dann erstmal ein wenig runterprügeln. Und dann beruhigen. Okay. So funktioniert's. Ob das jetzt jedes Mal klappt mit dem Beruhigen, weiß ich natürlich nicht. Okay, das war knapp. Beinahe getötet, das Vieh. Passiert schon mal, wenn man so eifrig dabei ist. Na, seht ihr? Das ging zu schnell. So, die holen wir uns runter. Zack, drei haben wir. Einen noch, dann haben wir die Hälfte. Wunderbar. Da oben ist auch noch einer. Komm mal runter. Wir besänftigen hier alle, die uns über den Weg laufen und nicht bei drei auf dem Baum sind. Okay. Ja, ein Stück zurück. Da oben müssten dann noch ein paar rumeiern eigentlich. Ja, hier sind doch ordentlich welche. So, zwei noch. So, wollte schon sagen, irgendwie haut das nicht hin bei der. Aber das klappt ja letztendlich doch dann immer. Okay. Bevor wir in die Mine gehen, eben kurz die Quest abgeben. Denn ich wollte jetzt gleich eine Aufnahmepause machen. Also quasi Schluss für heute machen. Und dann brauchen wir nicht noch extra in die Mine da reinrennen. Das wäre auch irgendwie Quatsch dafür. Ich denke mal, da werden wir uns ein bisschen länger dann wieder aufhören. Das heißt länger, aber länger als jetzt 2 Minuten. Und von daher machen wir das alles in der nächsten Folge. So. Gehen wir die Quest noch ab. Hallo. So. Okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ja, die Tage wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, haut da mal rein, ne?